Endlich steht die Seven vs. Wild Location für Staffel 3 fest. Es wird Kanada. Und Max und Johannes haben vom Scouting sogar einen Sneak Peek mitgebracht. Kann man aus den Steinen eine Axt bauen oder gar Ton finden? Das erzähle ich euch in diesem Video. Viele haben unter meinem Video zur Geologie von der Isla San José in Panama gesagt, dass so ein Überblick vielleicht vor der Aussetzung der Teilnehmer geholfen hätte. Geologe war das mit Steinen, ne? Gesteinsschichten und sowas. Genau. Jetzt gibt's die dritte Staffel und wir wissen sicher, es geht nach Kanada. Kanada besteht geologisch aus einem riesigen Kraton im Osten und Sedimentgestein im Westen. Der zentrale Kern Kanadas besteht aus uraltem Magmagestein. Da wurde nichts eingeschmolzen und nichts kam hinzu. Sehr viel Marmor und Gneis und Einsprengsel von vulkanischen Steinen. Über Jahrmillionen wurde das abgetragen durch Wind und Wasser und davon nicht wenig. Ganze Gebirge wurden hier weggeschwemmt. Dieses Sedimentgestein sammelt sich unten in Gebirgstälern und am Meeresboden. Und auch hier in der Kreidezeit, da war hier ein Meer. Also da haben sich auch Sedimente angesammelt. Und dieses Zeug brauchen wir zum Survival. Sande und Sandsteine eignen sich ja generell gut zum Filtern von Dreckwasser. So ein Vulkanstein aber eher nicht. In den Aufnahmen von Max und Johannes sieht man schroffe Felsen am Ufer. Aber das ist so verwittert, das kann echt alles sein. Später sehen wir eine bessere Aufnahme. Große Felsbrocken, glatte Kanten, da deutet schon viel auf Sedimentgestein hin. Und bei den großen Kloppern, die da rumliegen, findet sich vielleicht auch die eine oder andere Höhle. Aber kann man sich da Werkzeug draus bauen? Bei Werkzeug denken die meisten ja sofort an Feuerstein. Oder solche Steine, wie Sabrina sie bei Staffel 2 in Panama gefunden hat. Was das für Steine sein könnten, habe ich in einem anderen Video erklärt. Das habe ich euch oben und in der Beschreibung verlinkt. Feuerstein ist Silizium, ein Kieselgestein. Das ist dasselbe Zeug wie Quarz, wird aber anders gebildet, nämlich meistens im Kalkgestein drin. Gibt es Feuersteine in Kanada? Nein. Im Netz lässt sich jedenfalls kein Hinweis darauf finden. Also wenn ihr welche findet, werdet ihr die Ersten. Feuerstein bricht beim Abschlagen in so kleinen Flakes weg, die extrem scharfkantig sein können. Es ist aber auch nicht so stabil. Also zum Bäumefällen eignet es sich definitiv nicht. Feuerstein ist eher so ein Ersatz für ein Messer und Messer hat ja eigentlich jedes Team dabei. Ja, es geht auch zum Feuerschlagen, aber come on, es hat doch jedes Team einen Feuerstahl oder ein Feuerzeug dabei. Für einen Axtkopf eignet sich eher Dolomit. Wie in den Dolomiten, ein Carbonatgestein. Carbonat, Carbon ist Kohlenstoff, hier als Kohlenstofftrioxid, gemischt mit Magnesium und Calcium. Dolomit ist deutlich härter als andere Kalksteine und sehr feinkörnig. Man kann ihn also gut in eine Form schleifen, die man haben will, das dauert halt nur und kostet Energie. Wenn man allerdings scharfkantigere Stücken findet, lassen die sich auch gut zum Graben verwenden. Aber so ein Sedimentgestein, egal ob Sandstein, Tonstein, Kalkstein oder Dolomit, ist natürlich auch prima geeignet, um Dinge zu zerreiben. Also Blätter zu Brei oder Körner zu Mehl, um sie vielleicht mit ein bisschen Wasser auf einem heißen Stein zu Fladen zu backen. Und Sedimentgestein ist natürlich auch super geeignet zum Nachschleifen von Messern oder Werkzeugen. Gibt es Dolomit in Kanada? Ja. Hier, hier und hier. Aber man muss schon suchen. Kanada ist groß. Aber es gibt eine Menge Kalkstein und das dürfte die Teams noch viel mehr freuen. Denn wir wissen aus sämtlichen Primitive-Videos, wenn man Kalkstein bei 900 bis 1200 Grad brennt, dann wird Kalkstein in gasförmiges Kohlenstoffdioxid und Calciumoxid zerlegt. Und diesen sogenannten Brandkalk kann man zur Herstellung von Mörtel verwenden. Der Brandkalk wird mit Sand und Wasser angemischt und man könnte ein Gefäß aus Beton herstellen. Gibt es Kalkstein in Kanada? Aber klaro, hier ist alles voll davon. Wie feuerfest diese Gefäße sind, das muss man dann allerdings erstmal austesten. Und das Video von der Location lässt mich hoffen, dass Holz nicht der einzige Werkstoff beim Bauen bleibt. Aus Sicherheitsgründen möchte ich an dieser Stelle mal darauf aufmerksam machen, dass Kanada der mit Abstand größte Exporteur von Salzen ist. Aber nicht nur Speisesalz, sondern auch das leicht giftige Kalisalz, was vor allem als Dünger verwendet wird. Und das Zeug gibt's hier wirklich wie Sand am Meer. Durch seine geologisch vielfältige Geschichte besitzt Kanada sehr viele Rohstoffvorkommen, die auch giftig sein können. In einigen Gegenden wird eher Uran abgebaut, in anderen eher so Buntmetalle und Edelmetalle. Wenn ihr also Salz findet, dann leckt nicht dran. Ey, wenn ihr einen Fluss habt, dann geht gerne auf Goldsuche mit einer Rinde als Goldwaschpfanne. Aber ich will keinen Teilnehmer sehen, der an Kristallen oder Steinen leckt, okay? Steine können uns nicht nur beim Runterfallen umbringen.
Okay, wie sieht's jetzt mit Ton aus? Kann man den in Kanada finden? Yep, auch den gibt's in Kanada. Kanada ist für seine großen Tonvorkommen bekannt. Alles, was hier hellgelb ist auf der Karte, ist Ton. Aber Kanada ist eben auch groß, da läuft man eine Weile. Und man weiß jetzt nicht so ganz, wo genau die dritte Staffel aufgezeichnet wird. Falls die Kandidaten also im Laufe der Zeit erfahren, wo es hingeht, empfehle ich, einen kurzen Blick in den Mineralienatlas zu werfen. Die Webseite listet 1430 Lokalitäten in Kanada auf. Hier zum Beispiel den Pine Point. Hier gäbe es Dolomit und auch Kalkstein, aber eben auch solches Zeug wie Cerussit, was Blei enthält. Oder auch dieses harmlos aussehende Zeug, das aus Blei und Schwefel besteht. Ton findet man vor allem in den nördlichen Grasebenen und im Zentrum von British Columbia, wo, glaube ich, die dritte Staffel stattfinden wird. Gut, das hilft jetzt den Teams ziemlich wenig, wenn sie mitten in Kanada landen und Ton finden sollen. Kurzer Exkurs Lagerstättenkunde, wie findet man Ton? Wenn ein Berg abgetragen wird und die ganzen Stückchen unterschiedlicher Größen im Tal wieder aufgeschichtet werden, entsteht Sediment. Es wird zusammengedrückt, es wird Wasser entzogen, es finden chemische Umwandlungen statt. Tada! Sedimentgestein. Und Ton ist halt nur noch nicht so festgedrückt, ist noch kein Stein. Der kann also nicht so tief liegen, das ist ja schon mal gut zu wissen. Aber Stein ist nicht gleich Stein und Steinpulver ist nicht gleich Ton. Die häufigsten Mineralien sind Limonit und Feldspat. Und für Ton braucht man Feldspat, eine Verbindung aus Silizium und Aluminium. Dazu können dann noch andere Elemente kommen, die den Ton unterschiedlich einfärben. Rostbraun zum Beispiel deutet auf Eisen hin. Aber aus Quarzsand und Glimmer kann kein Ton entstehen. Also das ist kein Ton, das ist Steinsand und danach glitzern die Finger. Aber hier drin könnte Ton enthalten sein. Erkennen wird es vermutlich jeder. Klitzekleine Korngröße mit Wasser knetbar. Wie entdeckt man also Ton? Hier kann man guten Ton finden. Das war auf einer Exkursion zwischen Braunschweig und Hannover. Junge, was wir da für guten Ton gefunden haben und was da alles drin war. Hoho. Doch richtig reine Tonablagerungen sind eher selten. Meistens findet man ja nur Lehm. Lehm ist eine Mischung aus Ton, Schluff, Sand und Biomasse. Und je mehr Ton im Lehm ist, desto mehr klebt der Lehm und lässt sich zum Beispiel auch schwerer abwaschen. Aber wie sieht jetzt ein Tonvorkommen konkret aus? Das ist bei uns im Wald. Hier habe ich Lehm unter einer Baumscheibe gefunden. Hier sieht man noch den Eichenstamm. Wir gehen da jetzt mal näher ran. Natürlich auch bestes Schuhwerk an hier für den Wald. Klassiker. So, also hier sind wir jetzt an dieser Baumscheibe. Der Lehm. Ne? Sehr lockeres, loses, bröseliges Material. Und wenn man da Wasser ran macht, das klebt sofort zusammen und lässt sich kneten. Aber man kann es leicht zu so einem Pulver zerbröseln, wenn man das mit Wasser aufschwemmt, hat man eigentlich schon fast den perfekten Ton. Hier in dem Gebiet ist sehr viel Kaolin drin und man erkennt es auch hier, das ist fast perfektes Material. So sieht Ton aus, wenn er fest geworden ist, den kann man aufweichen. So sieht's aus, es wird leicht brüchig. Das ist jetzt das Stück Ton und wir halten das mal hier im Planschbecken unter Wasser. Und jetzt kann man das theoretisch schon kneten. In der Mitte ist es noch bröselig. Ein bisschen Wasser brauchen wir noch. Das ist jetzt der feuchte Ton- oder Lehmklumpen. Und daraus könnte man jetzt schon eine Schale formen, denn das hier ist fast wirklich reiner Lehm. Hier im Video von Trillium Wild Edibles sieht man, wie Tonlinsen in Indiana, in den USA aussehen können. Aber so kann Ton dort auch aussehen. Das hier ist eine Aufnahme von mir aus Japan im Norden von Nara. Die Reisevideos gibt's dann ab nächsten Jahr hier auf meinem Kanal, freut euch schon mal drauf. Hier im Video von Primitive Lifeways aus Arizona, USA, sehen wir ein gutes Beispiel für einen Ablagerungsort. Ton erkennt man gut an der Rissbildung, wenn er beim Trocknen schrumpft. Und wenn Lehm dicht gepackt ist, enthält er viel Ton. Und wenn du dir unsicher bist, gib Wasser dazu und du siehst, wie er bindet und alles zusammenklebt wie Knetmasse. Lässt es sich so rollen, dann handelt es sich ziemlich sicher um Ton oder Lehm. Wenn ihr so eine Wand seht, dann errichtet bitte nicht euer Lager davor. Kanada ist für seine Hangrutschungen und Canadian Sinkholes bekannt. Aber bringt Ton den Teilnehmern von Seven vs. Wild überhaupt irgendwas? Aber hallo, auf jeden Fall. Aber einen Zahn muss ich euch vorher ziehen. Keiner wird in den ersten 5 Tagen ein gebranntes Gefäß in den Händen halten. Warum, das erkläre ich gleich. Es muss ja kein Gefäß sein. Lehm und Ton kann man auch anders nutzen. Als Mörtel zwischen Steinen beim Shelterbau. Oder für einen Pizzaofen, wie bei den Naturensöhnen im Camp. Und wenn man sich genug von dem Zeug aufs Shelterdach klatscht und genug Moos und Blätter draufpackt, dann wird das schon eine Weile dauern, bis der ungebrannte Ton weggespült wird und es durchsuppt. Reiner Ton dient nämlich oft als Sperrschicht für Grundwasser oder Seen.
Und da suppt in der Regel nicht so schnell was durch. Aber das müsste man natürlich konkret mal testen vorher. Kommen wir jetzt zum Ton bei uns aus dem Wald und warum wahrscheinlich keines der Teams ein Gefäß brennen wird. Die Tongewinnung dauert alleine schon Minimum 24 Stunden. Ich habe vor 2 Jahren Ton selbst hergestellt aus Lehm aus dem Wald hier. In dem Lehmboden sind immer auch größere Partikel drin, Steine, Wurzeln und so. Ton beginnt ab einer Korngröße von 0,02 mm, also 2 Mikrometern. Und ohne ein feines Sieb hilft nur ein physikalischer Trick, um aus dem Lehm hier feinen Ton zu gewinnen. Alles zerkleinern, aufschwemmen, kräftig umrühren und warten. Die kleinsten Partikel sind die leichtesten und sinken am langsamsten ab. Dadurch sammelt sich der Sand unten und der Ton oben. Aber das dauert auch mal gute 8 Stunden oder mehr. Man braucht ein kleines Gefäß und muss mit ruhiger Hand dann vorsichtig oben das Wasser abschöpfen. Dann kann man die obersten feinen Schichten aus dem Eimer herausholen und der gröbere Feinsand bleibt dann unten drin. Clever, oder? Aber dafür bräuchte das Team ja irgendein Gefäß. Aber klar, wenn man, wie ich vorhin sagte, sich mit brandkaltem Gefäß aus Beton gemacht hat, dann ist das natürlich kein Problem. Dann formt man sich was aus dem Ton, dann muss das komplett durchtrocknen. Töpfe empfehlen 1 bis 2 Wochen, am besten langsam trocknen, damit man sicher sein kann, dass kein Wasser und keine Luft mehr drin ist. Und wenn es dann richtig knochentrocken ist, was so Minimum 2 bis 3 Tage dauert, dann kann man es brennen. Ich habe Testziegelchen gebrannt aus meinem selbst gesammelten Ton. Und ihr könnt euch natürlich auch das gesamte Video auf meinem Kanal anschauen, aber ich nehme schon mal vorweg. Ja, Ton alleine macht krumme Beine. Da braucht man ein paar Zuschlagstoffe für so eine Tasse. Bei meinen Tests schnitt das Pulver aus bereits vorher gebrannten Ton am besten ab. Asche hilft gut als Trennmittel. Zum Brennen braucht man eigentlich so 900 Grad aufwärts, konstant für 3 bis 4 Stunden. Kleinste Schwankungen in der Temperatur und euer Gefäß geht kaputt. Und Feuer machen in Kanada sehe ich zurzeit irgendwie noch nicht. Aber hey, Töpfern gegen Langeweile macht ja auch Spaß. Ein paar Links zu dem Thema habe ich euch noch unten in die Beschreibung gepackt. Hoffen wir, dass die 3. Staffel wie geplant stattfinden kann. Die üblichen Garten-, Bastel- und Reisevideos gibt's ab nächste Woche wieder auf meinem Kanal. Abonniert den Kanal, wenn ihr euch für solche Themen interessiert. Über einen Daumen hoch und einen netten Kommentar freue ich mich ganz besonders. Und damit ciao, bis zum nächsten Video.